Social Distancing ist für viele sicherlich derzeit die größte Herausforderung im Umgang mit der Corona-Krise. Wir alle sind angehalten, Abstand zu halten, müssen auf Besuche bei der Familie und bei Freunden verzichten und können weder Feste noch Veranstaltungen oder Museen besuchen. Laut Brigitte Heck hat Social Distancing daher gerade zu Beginn der Maßnahmen bei vielen Menschen zu einem Gefühl der Isolation und der Einsamkeit geführt. Auf der anderen Seite hat diese Situation, hat dieser Moment auch eine große Welle von Bereitschaft und von Hilfsbereitschaft und Nähe erzeugt, nämlich insofern, als Menschen plötzlich ihre Hilfe angeboten haben. Zum einen wollten sie Masken nähen für die, die Masken brauchen. Zum anderen haben sie sich bereit erklärt, einzukaufen für Nachbarn oder den Hund Gassi zu führen. Das sind Bilder, die jetzt noch hängen im Karlsruher Umfeld und die natürlich ein bewegendes Zeugnis davon liefern, dass in Zeiten der Not Menschen, die sich nicht kennen, dennoch zusammenstehen können. Corona bedeutete auch, dass Geburtstage ohne Freunde gefeiert werden mussten. Freunde, die das bemerkt haben, haben dann aber bei einem Mädchen in der Nachbarschaft den Parkplatz markiert und haben ihr auf diese Weise zum Geburtstag gratuliert. Corona heißt für uns alle aber auch, dass sich auch bei den sozialen Netzwerken unter Umständen die Imagebilder verändern können. Manche Kollegen haben ihre Maske als Imagebild in WhatsApp gestellt oder kommen jetzt ohnehin, weil das bald ohnehin Pflicht sein wird, mit Maske zur Arbeit. Wie überhaupt die Maske, die wir als solche ja kennen, aus dem Umfeld der Krankenhäuser und der medizinischen Dienste, für uns jetzt immer mehr zum Alltagsobjekt werden wird. Die Maske dann aber auch wirklich zu einem Objekt der Annäherung für Menschen wird und zum Ausdruck von einer sehr eigenen Mensch-Ding-Beziehung, also zu einer buchstäblichen Mensch-Ding-Beziehung, denn hinter der Maske ist der Mensch kaum mehr zu erkennen. Ich zeige es Ihnen mal. Wenn auch ihr Objekte kennt, die in Zeiten von Corona eine ganz neue Bedeutung bekommen haben, oder wenn ihr selbst kreative Lösungen für den Umgang mit der Krise gefunden habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht an brigitte.heck@landesmuseum.de.